Sodala, hallo, guten Morgen. Keine Ahnung, ob wir schon live sind, ob es Facebook schon anzeigt. Ich fange heute mit dem Bild an von dem Buch, das ich heute besprechen möchte. Heute heißt es, sind wir schon scharf? Ich nehme mal an, wir werden angezeigt. Ich sage schönen, wundervollen guten Morgen zur Folge Nummer 11, die vorletzte Folge. Sex Sells, darum habe ich gleich im Titel drin, die fünf Sprachen der Liebe und was das mit Sex zu tun hat. Nein, es hat wirklich was damit zu tun. Ja, so wie wir Menschen eine Muttersprache haben, wie Deutsch, Englisch, Italienisch und so weiter und so fort, hat jeder Mensch eine Muttersprache der Liebe. Das heißt, jeder hat Tanks, von denen haben wir eh schon mal gesprochen, und wenn diese Tanks gefüllt sind, dann fühlt man sich geliebt. Also die Liebestanks gefüllt sind. Und jetzt ist es so, und da finde ich dieses Buch wahnsinnig toll, Gary Chapman, Fünf Sprachen der Liebe, der hat herausgefunden, dass Paare meistens oder Partner meistens eine unterschiedliche Sprache der Liebe sprechen und dadurch ganz, ganz viel tun für die Liebe und geben und machen, aber der andere fühlt sich trotzdem nicht geliebt. Und das bedeutet jetzt, jetzt möchte ich euch die fünf Sprachen der Liebe vorstellen, damit ihr wisst, was es überhaupt gibt. Also, es gibt die Sprache der Zärtlichkeit. Das bedeutet, wenn man den anderen streichelt, die Füße massiert, Kopf massiert, immer wieder umarmt, immer diese Nähe, Zärtlichkeit macht, dann fühlt sich dieser Mensch geliebt. Dann gibt es die Sprache der Hilfsbereitschaft. Das ist ein Mensch, der gerne möchte, dass ihm Menschen helfen, der selber gerne hilft, der überall zur Stelle ist, wenn jemand Hilfe braucht, der auf der Autobahn stehen bleibt, wenn jemand ein Reifenproblem hat und dem Menschen hilft. Das ist ein Mensch, der die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht. Dann gibt es die Sprache Zeit zu zweit, also Zeit nur für dich. Das sind Menschen, die möchten gerne mit einem anderen Zeit verbringen, alleine. Ohne die Kinder, ohne Freundeskreis, ohne irgendwas, ganz alleine mit den Menschen. Und dann tanken sie sich voll und fühlen sich geliebt. Dann gibt es die Sprache der Geschenke, und zwar Geschenke, die von Herzen kommen. Wie eine Rose oder am nächsten Tag vielleicht eine Pizza bringen im Sinne von, soll ich, du, dann brauchst du heute nicht kochen. Und am nächsten Tag eine kleine Aufmerksamkeit bezüglich dem Haushalt oder sich selber schenken in der Anwesenheit und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es noch eine Sprache der Liebe. Jetzt habe ich, glaube ich, drei. Warte mal ganz kurz, Zeit für dich, Geschenke, Hilfsbereitschaft. Ja, und dann gibt es noch die fünfte Sprache der Liebe, die ist Lob und Anerkennung. Also wenn jemand es braucht, dass man ihn lobt, dass er sich dann geliebt fühlt. Und jetzt ist es so, dass wir oft das nicht wissen und dass wir in der eigenen Muttersprache der Liebe dem anderen die Liebe zeigen wollen. Also ich zum Beispiel habe, meine Sprachen der Liebe sind Zärtlichkeit und Zeit zu zweit. Und die Sprachen der Liebe von meinem Partner sind ganz sicher nicht Zeit zu zweit. Seine Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Jetzt hat der die ganze Zeit eingekauft im Metro für mich. Jeden Donnerstag alles, was wir im Haushalt brauchen, Klopapier. Und der hat sich gemerkt, dass ich nicht zu Hause habe in Wien, was mir fehlt in meiner Wohnung und so weiter. Hat das gekauft und gebracht. Und ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Ich habe mir immer gedacht,
Klopapier bin ich wert? Na, oder Flüssigwaschmittel? Ich fand das fast eine Demütigung. Ja, bis wir das herausgefunden haben, mit den Sprachen der Liebe, bis wir darauf gekommen sind, was der andere braucht, um sich geliebt zu fühlen. Und dann kam eine Zeit, und zwar eine lange Zeit, als mein Partner wirklich gemerkt hat, eine Sprache der Liebe, Zärtlichkeit. Der hat mich jeden Tag die Füße massiert und ich weiß nicht was alles. Und das war eine Zeit, wo ich, und jetzt komme ich zum Sex, Entschuldigung, wenn ich so intim werde, aber ich nehme an, dass euch das auch interessiert, wo ich die ganze Zeit Sex wollte, über Monate. Und wisst ihr warum? Ich bin erst nachher draufgekommen, weil meine Liebestanks voll waren. Die waren so voll, dass ich keine lange Annäherung mehr gebraucht habe, ob er mich liebt, ob er alles passt bei uns, ob ich mich nahe fühle. Nein, ich habe mich geliebt gefühlt und alles ging ohne große Aufwände davor. Ich möchte euch heute mitgeben, findet heraus, was ist die Sprache der Liebe des Partners oder der Partnerin? Lernt diese Sprache kennen. Was muss man tun, damit diese Sprache ankommt? Für mich war Hilfsbereitschaft vollkommen eine Sprache, die ich nicht kenne. Ich habe sie nicht gekannt, dass das wertvoll und Liebe sein könnte. Kleine Geschenke, wenn ich super, Zärtlichkeit, geht gut Zeit zu zweit, perfekt, weil das meine Sprache der Liebe ist. Aber Hilfsbereitschaft habe ich lernen müssen. Wie geht das? Wie kann ich das anbringen? Ich habe dann immer wieder gefragt, na, wie geht es dir im Weinbau? Was ist los? Bis er mir dann gesagt hat, du musst mir sagen, zeig mir, was das Neue war. Zeig mir, was ich tun kann. Wirklich ihn an der Hand nehmen, hinführen und sagen, zeig mir, was ich tun kann. Und dann es tun. Und dieses Zeig mir, was ich tun kann, ist für ihn schon, sie interessiert sich für mich und sie will mir helfen. Bis man das rausgefunden hat. Also ich gebe euch den großen Tipp, es ist nichts Schöneres, als wenn man spürt, der Tank vom anderen, der Liebestank ist voll. Mein Partner, meine Partnerin fühlt sich geliebt. Ja, viel Spaß beim Herausfinden und einen wunderschönen Tag. Und morgen haben wir die letzte Folge und dann Juhu! Tschüss, Baba!